Also diese Idee, eine Schule zu schaffen, in der beruflich schon erfahrene Persönlichkeiten weiter ausgebildet werden können. Diese Idee entspricht dem Konzept, was Gesine Schwan und die anderen Gründer haben hier, dass nämlich die Regierungsführung in einer globalisierten Wirtschaft nicht mehr nach den alten Rezepten funktionieren kann. You know, you had somebody who is a doctor in their 40s or, you know, a businessman in their 50s, people in their 20s who were just coming out of school and had a few years work experience. Und das, was ich als befruchtendes Element empfinde, ist genau dieses Netz, was entsteht. Mit dem Ziel, dass am Ende neu gedachte Lösungswege, Projekte entstehen für gesellschaftspolitische Veränderungen. Erstens hab ich super Kommilitonen, die mich jeden Tag in den Präsenzphasen inspirieren und mit ihren Projekten und ihren Erfahrungen mein Projekt weiterbringen. Zweitens sind die Professoren und Lehrenden verdammt praxiserfahren und bringen sich und ihr Netzwerk auch mit ein. Das heißt, man profitiert direkt von den Menschen, es ist alles sehr nah. Man hat das Gefühl, dass jeder von uns irgendwie was ganz Besonderes, was Neues tun möchte. Und man hat die Kraft, man hat Motivation und wir fühlen uns einfach mal stark. Das ist der Mix aus sehr, sehr gut aufbereiteten Online-Angeboten, wo man quasi an die Hand genommen wird und durch die verschiedenen Lerndimensionen geführt wird. Vorträgen, Arbeitsgruppen, Treffen, wo man selber sehr gefordert ist, das für sich herauszuholen, was man braucht für die Projekte, für die Arbeit, die man macht. Sondern es sind Denkprozesse bei mir angestoßen worden, die mich dazu gebracht haben, ganz bewusst zu entscheiden, meine Rolle ist nicht die, die ich ursprünglich gepitcht habe und mit der ich in das Studium gekommen bin, sondern ich habe gemerkt, die Needs oder die Bedürfnisse liegen eigentlich ganz woanders. Da denke ich, dass der Bedarf, also politische Themen zu etablieren und politisch sich zu engagieren, für meine Generation wichtig ist. Aber wer soll es machen? Also man muss es selber machen, man kann es halt nicht erwarten, ne?